die alte Gilde. Nicht nur Ragnar hat vor ihnen gewarnt, sogar Ömer hat sich den Toprianern geschlossen und ebenso deutlichen Respekt gezeigt. Jetzt wildert ihr, wildert im Gebiet der alten Gilde und versucht, einen weiteren Tempel freizulegen. Währenddessen hat Abelmir seinen Geist in die zweite Sphäre gesandt und träumt zwischen den Sternen vom Nairakis. Sein Körper bricht auf und reißt wie Papier. Blut tropft auf den Effa-Tempel und das Serkaion wird umgewandelt. Raphim lässt sich derweil von Illidan Brunnenmann den Kampf mit dem Effa-Bart beibringen. Erster Markttag, Ingrim 1027 nach Bosbarans Fall. Und so beginnen wir. Raphim? Abelmir! Oh, was verpasst? Ihr habt geblutet, wie Sau. Ich blute immer noch. Ja, du merkst, wie Raphim ganz freudig zu dir rüberläuft. Aber guck mal, ich hab dir ein Symbol auf die Robe gemalt. Was? Sieht man jetzt schlecht, weil du das alles vollgeblutet hast, aber es war ein wunderschönes Chorsymbol. Und ich hatte mich sogar selbst verewigt auf deinem Rücken. Raphim, gib mir wenigstens meinen Bart wieder. Ach, scheiße, Brick. Ja, hier. Reicht ihn wieder rüber. Habt ihr gut genächtigt, ja? Halbe Stunde saßt ihr hier rum. Dann raus aus dem Tempel und ab nach Norden. Wenn die Kanalisation kaputt geht, ich schick euch da runter. Raphim, hilf mir auf. Raphim nimmt dich wie eine Prinzessin und hebt dich auf. Wo wollen wir hin, Abelmir? Ihr habt euch wirklich Zeit gelassen. Ja, ich habe mir Zeit gelassen. So könnte man es auch nennen. Ihr hättet schon vor 3 Tagen hier ankommen können. Wenn das Wasser jetzt vergiftet wird durch den ganzen Ronz, der da reinläuft. Ist ja nicht so, dass ich das euch und euren Freunden schon mal gesagt habe. Und was habt ihr in der Zwischenzeit getan? Nichts. Wollt ihr meine Fäuste schmecken, alter Mann? Ich schlag auch Blutende. Ihr schlagt auch Schwache, wie ich vermute. Ja, vor allem habe ich gelernt, dass ich meinen Zorn nicht unterdrücken darf. Und der kocht gerade hoch. Hilft mir hoch auf ihm. Ah, das ist gut. Wir müssen zum Raya-Tempel. Nein, in die Kaserne. Ihr geht jetzt nicht in die Raya-Kaserne. Oder hier zu Raya. Was rede ich? Wollt ihr mir erklären, wie ich meine Arbeit zu verrichten habe? In einer Stunde gehe ich nochmal in die Kaserne. Und wenn der Drache da immer noch liegt, dann haben wir ein gewaltiges Problem. Dann drücke ich euren Kopf da rein. Dann helft mir gefälligst und redet nicht so solch einen Unsinn. Oh, aber mir jetzt beruhigt dich doch mal. Komm mal mit. Was machen wir denn im Raya-Tempel? Ich finde ja die Massage besser, aber wenn du möchtest, können wir auch erst in den Pool gehen. Es geht nicht um eine Massage, es geht um die richtigen Rahmenbedingungen. Ich habe jetzt nichts mit immer sagen, wir gehen nicht in den Raya-Tempel zum Vergnügen. Oh. Nein. Ja, dann machen wir erst das, was keinen Spaß macht. Trag Abelmir mal so halb aus dem Tempel hinaus. Der Mann ist aber sehr schlecht auf dich zu sprechen, Abelmir. Hast du dir schon wieder Feinde? Diese Ferdis. Was soll ich mit so einem senilen alten Bachstelzen anfangen? Also wenn du willst, trage ich dich wieder rein. Dann könnt ihr das mit den Fäusten austragen. Ich glaube, ich bin momentan nicht in der Verfassung, um gegen einen Eferdi anzutreten. Abelmir, ich habe dich doch heute gesehen. Dein junger Hüpfer bist du daher gesprungen und hast die Runen zerstört. Ja. Aber ja, komm. Kümmern wir uns jetzt erstmal um dein Magieding, dann können wir den Eferdi immer noch verprügeln. Was müssen wir hier jetzt tun, Abelmir? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir gehen jetzt Richtung Raya-Tempel und hoffentlich schlagen dann irgendwann vor diesem Tempel auf. Müssen wir tanzen? Müssen wir irgendwas malen? Was kann ich dir irgendwie helfen? Wir müssen zuerst mit seiner seiner Erhabenheit, den Liebling der Götter, den Liebling Rayas sprechen. Ich bin mir sicher, wie er genannt werden will. Karinov ist wohl besser. Mit dem Tempelvorsteher, meint ihr? Genau, diesem. Ich bin diese Unterstützung. Ja, können wir mal fragen.
Ja, wenn ihr euch ein bisschen umseht, könnt ihr nach einigem Herumfragen auch auf den Geweihten der jungen Göttin treffen. Ein herausragend aussehenden Moha oder Utulu, ihr seid euch nicht ganz sicher. Irgendwas mit schwarzer Hautfarbe, der da mit seinen langen Haaren sitzt, sich gerade so ein bisschen Rosenwasser hineinkämmt und hat gerade die Predigt beendet. Standen wohl viele Flüchtlinge nochmal davor und haben sich dann angehört, was er zu sagen hat. Und dann guckt er auf euch zu, wenn ihr an ihn herantretet. Eure Abendheit? Ja, die schöne Göttin zum Gruß. Wie kann ich euch helfen? Ihr seid die Freunde von Chiara, so, oder? Richtig, richtig. Ich dachte an eine Massage. Wenn ihr erst den Pool empfiehlt, würde ich mich da an euch anschließen. Rassin, wir haben zu tun. Das Vergnügen muss warten. Aber mir, du willst das komische Ding beschwören. Ich wollte hierhin massieren lassen. Rafim. Ja, wir machen erst das, was du willst. Also, fangen wir von vorne an. Ich bin hier Baduin. Willkommen in diesem Tempel. Wie können wir euch helfen? Wir benötigen euren Garten. Der Rosengarten steht allen offen und er wurde zum Glück auch nicht verheert. Ich möchte es euch erklären. Ihr wisst sicherlich, dass dieser Drache, dieser tote, untote Drache, oder jetzt tote Drache, in der Kaserne liegt, oberhalb. Er meint den Kleinen. Ja, Illidan Brunnenmann hat mich darauf auch schon angesprochen. Er sagte, dass ein paar Helden ihn getötet haben und dass er jetzt vor sich hin verholt. Das ist nicht gerade harmonisch. Wir wollen diesen Drachen entfernen mit Hilfe eines, ich würde es ein Elementar nennen. Um diesen Elementar zu beschwören, benötigen wir allerdings die entsprechende Umgebung, eine wohltuende Umgebung für diesen Elementar, damit er sich wohlfühlt. Dafür bräuchte ich euren Garten und ich fürchte auch einige Rosenbüsche, wenn ihr sie entbehren könnt. Also hier in unserem Garten wird sich wohl jeder wohlfühlen, ob nun Mensch oder Elementar. Davon gehe ich doch aus. Und ja, bevor die Rosen verblühen, die sind zwar jetzt gerade erst aufgegangen, aber ich denke, wenn ich euch damit helfen kann, beziehungsweise wenn Raya euch damit helfen kann, dann wird sie sicherlich etwas von ihren Rosen euch opfern. Hab Dank. Gibt es hier eine besonders schöne Ecke? Vielleicht einen alten Baum? Einen alten Baum? Ja, definitiv. Im Effer von hier gelegen. Könntet ihr... es gibt dort die Straße, die dort in Richtung eines Bordelles führt. Dort steht ein besonders großer Baum, den ihr benutzen könntet. Es gibt zwar auch ein Seil, was dazwischen gespannt ist. Ich glaube, das stammt noch von Saltatio Mortis, die hier ihr Winterlager aufgeschlagen haben. Aber da könnt ihr euch ranstellen. Das ist ein besonders schöner und auch alter Baum. Ich traue mich fast gar nicht, euch zu fragen. Könnt ihr vielleicht ein oder zwei Akoluten entbehren? Akoluten? Nun ja, wir brauchen etwas Vorbereitung. Wir müssen diesen Baum, etwas schmücken. Also, ich glaube nicht, dass Akoluten schon so etwas mal gemacht haben, aber je nachdem, wie geschmückt wird, kann das sicherlich funktionieren. Es reichen einfache Blütenkränze. Ja, habt ihr euch einen Tag Zeit genommen? Dann können wir das sicherlich tun. Es muss nicht sonderlich aufwendig sein. Es reicht, wenn diese Blütenkränze einfach geflochten werden, um diesen Baum oder dieser Baum mit anderen Pflanzen oder Blütenkränzen geschmückt wird. Etwas in der Art. Nichts Aufwendiges. Ja. Hilgard! Kommst du bitte einmal, bitte? Ja, du hörst den Ruf und nach einigen Augenblicken kommt dann auch ein kleiner Junge herbei, so um die 10, 11 Jahre, der dann euch verwundert aus großen Augen anguckt. Ja, mein Herr, Jabaduin, wie kann ich euch helfen, Iro Gnaden, Iro Magister und Iro Krieger? Nun, wir bräuchten deine Hilfe bei einem wichtigen Ritual. Kannst du einen Blütenkranz flechten? Einen Blütenkranz? Ja, das habe ich schon gelernt.
Sehr schön. Guter Junge. Dann kommen wir mal mit. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und gutes Gelingen. Und wenn danach die Schmuck immer noch dort steht, umso besser. Wir werden unser Bestes geben. Hab Dank, euer Hamid. Ja, wenn ihr noch etwas in den Opferstock werfen möchtet zum Wiederaufbau der Stadt Gareth, dann ist das natürlich auch gerne gesehen. Natürlich. Rafim, würdest du das erledigen? Natürlich, Abemir, wo ich doch immer unsere gemeinsame Börse mit mir rumtrage, wie mir das wie entfallen konnte. Und ich gehe dahin und spende eine Dukate. Ja, so könnt ihr euch dann gemeinsam für ungefähr eine Stunde dann mit Hilgard hinsetzen und Blumenkränze flechten, die ganzen Sachen herrichten und für eine Beschwörung bzw. eine Herbeirufung bereit machen. Derweil an einem Ort ganz in der Nähe sehr viel finsterer stehen jetzt Kiaras, Isarun und Yalan vor einer gemauerten Tür, die wieder zugemauert worden ist, direkt in der Kanalisation und könnt dann sehen, wie dreckiges, widerliches, verfärbtes Wasser an euren Füßen vorbeifließt. Der Wirt hatte sich selbst nicht vorgestellt, hatte euch das Brecheisen in die Hand gedrückt und dann einmal auf die Tür gezeigt. Ja, ich weiß nicht, was dahinter ist. Wir hatten vor ein paar Wochen oder so tauchte mal hier jemand auf und wollte das sehen. Ich habe ihn dann hier reingelassen, auch wenn er nicht zu unserer Organisation dazugehörte. Aber er war ein bekannter Goldschmied hier aus unserem Viertel, aus unserem Arena-Viertel. Ein Goldschmied, tatsächlich? Ja, er sitzt ein bisschen weiter im Norden von hier. Und er wollte sich das ansehen, hat das Ganze aber nicht aufgemacht. Er sagte nur irgendwas von, er ist Historiker und dass dahinter wohl sowas wie ein Praios-Tempel steht. Ich habe ihn nicht ganz verstanden. Hat er noch irgendwas anderes erwähnt? Andere Orte, irgendwelche Geschichten? Versucht euch einzulullen mit Worten? Nö, nicht, dass ich wüsste. Das ist auch besser so. Ihr solltet keinem Wort trauen, was über seine Lippen gekommen ist. Ja, ich traue auch euch nicht. Das steht euch zu. Morgen! Um euch ein... Morgen, wo bist du? Ja, und denn? Ich komm gleich. Kann wir runterkommen? Um euch einen Knochen zuzuwerfen. Ja, ihr könnt hören, wie gerade mehrere Personen die feuchte Treppe nach unten steigen. Und dann könnt ihr sehen, wie wohl... zwei, drei Leute da stehen, haben wohl irgendwie was Schweres eingepackt, umgeschlagen. Sieht aus wie ein Teppich, ein ziemlich wertvoller Teppich, den sie da eingerollt haben und gucken dann ziemlich verwundert auf euch, wie ihr da steht in der Kanalisation. Kommen wir zur falschen Zeit? Ja, ich habe gesagt, ihr sollt oben warten. Auch mit euch. Freunde von euch nehme ich an. Ja, ich habe ja gesagt, dass die Sachen alle nicht mir gehören, sondern nur zufällig hier liegen. Ich nehme mal an, wir sollen vergessen, dass wir das hier gesehen haben. Das wäre zumindest gut. Bios vergisst nicht. Aktuell haben wir Wichtigeres zu tun, fürchte ich. Und es ist gut für euch. Aber, wie gesagt, um euch einen Knochen zuzuwerfen, ist... dieser Goldschmied hört euch vielleicht in eure Gilde nach um, ob andere auch diesen Goldschmied getroffen haben. Er wurde an diesem Morgen als Paktierer gehängt. Ja, und? Nun, falls er anderen Leuten von eurer Gilde noch etwas erzählt hat, solltet ihr aufpassen, wem er etwas erzählt hat. Er ist bekannt dafür, Leute zu willenlosen Sklaven zu machen. Und sicherlich nicht. Ja gut, dann können wir uns ja mal an seiner Schmiede umsehen. Danke für den Tipp. Aber nun zu den wichtigen Dingen. Machen wir diese verdammte Tür auf. Ich fange nochmal an zu arbeiten. Such mir über dem Rand eine Stelle, an der man ansetzen kann und hebel den ersten Stein raus. Hoffentlich. Ja, also zusammen mit dem Brecheisen wird das sicherlich gehen. Kannst du ansetzen, ein bisschen lockern.
Siehst du eben auch, dass es ja nicht frisch verputzt ist, aber vor einiger Zeit wurde das mal verputzt. Und im Gegensatz zu den anderen Steinen gehört das hier tatsächlich nicht hin. Aber mit ein bisschen Kraftaufwand, mit ein bisschen Zeit, ein bisschen Geduld, ein bisschen Geschick von Isarun und Fingerfertigkeit von Kiaras werdet ihr dann die Steine nach und nach rausbrechen können und könnt dann dahinter sehen, wie ja ungefähr ein paar Halbfinger dahinter versetzt dann so eine Tür anfängt, die aus schwerer Eiche ist, mit einem Knauf dran, mit einem, ja, ein Praiosrad dran. Allerdings falsch rum angeschraubt, möchtest du meinen, zumindest steht das Praiosrad auf dem Kopf. So eine Scheibe. Das erinnert uns doch... Ich denke, wir sollten es lieber nicht anfassen. Dann bricht die Tür. Wer auch immer diesen Tempel errichtet hat, ist entweder ein absoluter Vollpfosten gewesen oder ein Frevler. Ich denke, wir wissen mittlerweile, wohin die Nadel zeigt. Sehr richtig. Jedenfalls suche ich mir eine Stelle, an der die Tür vielleicht nicht ganz so gut sitzt und möchte sie mit dem Eisen aufbrechen. Ja, auch das wird gelingen. Da brauchst du dann noch keine Schlösser-Knacken-Fähigkeiten, die dann immer an den Tag gelegt hätte, sondern du hebelst einfach auf, brichst dann, die schwere Eiche hängt dann natürlich gut in der Tür, aber dem Eisen kannst du halt trotzdem nicht widerstehen und dann noch ungefähr weiteren 10 Minuten könnt ihr dann die rußige Tür aufbrechen und seht dann eine Treppe, die weiter nach unten führt. Ein paar Spinnenweben, die darunter hängen. War wohl auch schon seit einiger Zeit keiner mehr. Blicken wir hinter mich. Nun, bereit, wenn ihr seid. Allzeit. Ich mache Licht mit meinem Zauberstab. Dann gehe ich voraus. Ja, wenn ihr die Treppe langsam nach unten steigt, zusammen mit dem Licht von Isarun, könnt ihr wieder Wandgemälde erkennen. Vor euch eine weitere Tür, die ihr wieder aufmachen könnt. Sie geht nach innen auf, also zu euch hin. Und dann steht ihr vor einem alten Altar. Vor euch könnt ihr 6 Statuen erkennen, die hier stehen und auf den Altar deuten. Sind Märtyrer. 6 an der Zahl. Ihr könnt auf alle Fälle, ja, den Richter erkennen. Diesmal nicht zweigesichtig, sondern das Mal von Eboreus. Ihr könnt die heilige Palina erkennen, die Bäuerin, Jacinthe, die Goldschmiedin und noch 3 weitere, die ihr schon kanntet. Um euch herum seht ihr nicht nur den Altar, sondern auch Wandbilder. Hier wurden Künstler, Magiekundige, Rondra-Geweihte gefoltert. Und dies mit den Wandbildern auch so dargestellt. Grazil, kunstvoll, als ob sie leben, als ob sie in den Stein eingearbeitet worden sind, könnt ihr die grauenvollen Gesichtszüge immer noch deuten, als ob sie immer noch in eurem Kopf schreien. Wenn ihr euch die Symbole und die Kleidungsstücke anseht, könnt ihr tatsächlich erkennen, es handelt sich dabei nicht nur um die Ritter von Erivor, sondern auch um Geweihte von Isinde, Zar, Fex und Rondra. 4 Götter, beziehungsweise 4 Geweihte, die dann hier verboten worden sind und eine nach dem anderen dann verbrannt, gevierteilt, die schrecklichsten Qualen, die man sich dann hier ausgedacht hat und der Altar vor euch auch mit schwarzem Blut beschmiert. Schon längst eingetrocknet in den Stein. Was ist das für ein Ort? Entweder ein alter Priester-Kaisertempel oder gar ein Praias-Tempel, der missbraucht wurde für andere ketzerische Zwecke. Ich sehe mich nochmal kurz im Raum um nach der üblichen Praias-Ornamentik, also Sonnenscheiben, Bannsiegel, hast du nicht gesehen. Sind die vorhanden und wenn ja, sind die richtig angebracht? Zu deinem Erschrecken wirst du feststellen, es gibt viele Sonnenscheiben, viele auch richtig rum,
die dann ja hier in den Stein eingearbeitet worden sind. Du kannst auch Geißelruten oder sowas erkennen, die du dann auch ja, erst gestern benutzt hast. Viele verschiedene Symboliken, die dann hier richtig benutzt worden sind, teilweise auch falsch, aber viele eben auch richtig. Jetzt gerade, wenn du dann ein Auge auch dafür hast, fällt es dir eben besonders auf, dass dann irgendwelche Sonnenräder auf den Kopf gedreht sind. Wenn ihr dann so ein bisschen durch den Raum hindurch streift, kann auch Iserun erkennen, dass hier wohl bei den Statuen wieder einige Ornamente fehlen, die eigentlich dahin gehören sollten. Zumindest an den normalen Zeichnungen hattet ihr es so noch nicht erkannt. Duridania beispielsweise wurden die Brüste abgeschnitten und auch die Daumen fehlen. Vitus wird wieder dargestellt ohne Auge. Wieder einmal frevelerisch, ja, ein Nachbild von Yalan. Seht ihr das? Jedem von ihm fehlt ein Körperteil. Genauso wie der Magister es gesagt hat. Oder sogar mehrere, ja, offensichtlich. Nur zur Klarstellung die Frage. Die Statuen wurden mit fehlenden Körperteilen gemacht oder waren das mal vollständige, denen man dann irgendwas abgenommen hat? Also weggeschlagen. Es sieht nicht nach weggeschlagen aus. Es sieht so aus, dass sie, also ja klar, Vitus wurde mit Augenklappe hier erstellt. Dementsprechend wird das auch bei dann Duridania und so von vornherein der Fall gewesen sein, dass sie hier ohne Brüste erschaffen wurde. Ja, steht ja allein in der Statue mit der Hand in der Kerbe, wo halt das Körperteil hingehört. Seht euch das an. Ich denke, die wurden so gemeißelt. Ich denke auch, tatsächlich, ja. Er tut so etwas. Derselbe, der diese Geschichten erzählt, vielleicht schon seit Hunderten von Jahren. Bei Palinai könnt ihr tatsächlich auch erkennen, wenn ihr mal herantretet, sie hat dann so einen typischen Weidenkorb in der Hand und darin könnt ihr dann auch erkennen, wie wohl ein Herz, höchstwahrscheinlich ihres, liegt. Auch wenn es aus Stein gefertigt ist, aber es sieht tatsächlich so aus, als ob es ein echtes Herz hätte sein können. Dieser Raum ist tatsächlich fast ein Ebenbild dieser ketzerischen Geschichten, die wir die ganze Zeit hören. Man möchte scheinbar meinen, den Göttern geweiht und dennoch immer nur, um sie in Schand und Sonstiges zu treiben. Es scheint mir fast so, als ob dieses hier vielleicht der zentrale Treffpunkt gewesen wäre und die anderen nur nebengeordnete Orte der Verehrung dieser Märtyrer. Aber mir fehlt doch etwas. Es ist doch immer von 8 und 1 die Rede in diesen Inschriften. Stimmt, das sind nur 6 Statuen. Wie war das? Uno Eternis, Octis, Impera? Sagt so etwas nicht, vielleicht gibt es dann einen schlechten Effekt. Sicherlich, verzeiht. Vor allem nicht in diesem Ort. Ich schaue mich mal um, ob eventuell hier Statuen weggemacht worden sind, also ob es ursprünglich 8 gewesen sein könnten. Nein, es waren von vornherein immer 6. Ich denke nicht, dass wir im Zentrum der Sache sind. Vor allem da, Iserun, ihr konntet es auch sehen, diese Karte auf dem Mosaik, die hatte doch auch ein anderes Zentrum. Ja, das ist korrekt. Warum ist diese Anlage hier so ausladend, wenn überall anders nur Statuen waren? Nun, vielleicht weil sie am besten versteckt ist, aber schaut doch, dieser Raum, er hat 6 Seiten. Geh mal vorsichtig. Ähnelt das nicht dieser Bauzeichnung, die wir gesehen haben? Ja, absolut. Das könnte fast das gleiche Gebäude sein. Vielleicht ist es das auch. Begib mich mal vorsichtig zu dem Altar. Er ist komplett mit Blut beschmiert, ja? An den verschiedenen Stellen. Du kannst auch sehen, dass das Blutrinnen noch gibt, an denen das Blut wohl mal abgelaufen ist. Also da wurden viele, viele Menschen vor sehr, sehr langer Zeit geopfert. Ist auf dem Altar auch eine gewisse Ornamentik drauf oder ist der blank? Da, wo der Kopf liegen könnte, siehst du auch ein Sonnenrad, das ist allerdings ziemlich zerkratzt. Ja, ich wende mich sehr schnell wieder ab. Ja. Nun, was tun wir hier? Offensichtlich ist der Raum anders als das, was wir erwartet haben und wonach wir eigentlich suchen. Nun, dennoch haben wir ihn gefunden und ich denke, es ist eindeutig, wir müssen diesen Ort vernichten. Ich bin noch nicht sicher. Er könnte das Zentrum der Macht unserer Feinde sein? Ja.
Ich denke auch, dass wir ihn vernichten müssen. Vielleicht sollten wir ihn noch genauer untersuchen. Ich meine, auf der Zeichnung wären noch mehr Öffnungen, also Türöffnungen oder so etwas zu sehen gewesen. Ach, dieser Ort ist nicht viel anders als das Unheiligtum auf Rulat. Ja, also wir waren beide da. Er ist sehr viel anders. Ist es das? Seht euch einmal um. Dieser hier wurde mit Willen und nur ein Blick auf die Statue Präzision geschaffen. Ich denke nicht, dass der Erzdämon selbst ihn angelegt hat. Nein, über Jahrhunderte hinweg haben seine Kultisten diesen Ort verfeinert. Wenn sie ihn angelegt haben, haben sie sicherlich auch Spuren hinterlassen. Schauen wir uns also um. Es gibt noch andere Räume, wie das so aussieht. Sind Abgänge und Türen zu sehen, oder? Nee, sind sie nicht. Also ihr könnt euch ein bisschen umsehen, könnt auch die Wände abklopfen, aber ihr werdet feststellen, dass hier außer der einen Tür, durch die ihr gekommen seid, nichts weiter... Ja, doch, gib mir mal eine Probe auf entweder Baukunst, Maurer würde ich auch zulassen. Also das sind jetzt halt wieder diese ganz typischen Dinge, dass ihr dann die Zeiten zuordnen könnt. Warte mal, was ich vergessen habe zu steigern. Ja, ableiten? Klugheit? Oder kann dieses ich solche denken? Lappen. Ja. Klugheit kann ich einfach auf gut, kann ich einfach auf gut Glück anfangen, mal Wände einzuschlagen? Kannst du auch machen, du hast das Brecheisen in der Hand. Das wird zwar ein bisschen dauern, jetzt so einen riesigen Vorschlaghammer. Ja gut, doch, den von Rafim hast du auch noch. Immerhin wolltet ihr die Statuen zerstören, also du wirst den auch mithaben. Und dann, wir sind sowieso in einem Unheiligtum, tun wir unsere preisgefällige Pflicht. Fingerfertigkeit. Fingerfertigkeit kannst du haben. Ja, ich überlege gerade, ich sehe es gerade bei Kiara, sie hat es immerhin aktiviert. Ihr Rüpel. Ich habe auch Baukunst, kann ich auch nochmal würfeln. Ich meine, darfst du auch würfeln, ja. Auf random Wände einschlagen, würde ich dir halt eher einen Plus-Minus-Würfel geben wollen. Das ist keine Allan-Veranstaltung, Baukunst, also. So weit waren wir auch, Kiaras! So, also du kannst auch gerne auf, du kannst auch, ich meine, Isarun hatte ja diese Zeichnung, hatte sie ja mitbekommen von Answin, mit dem Hinweis Sanguis bzw. Sanguinis, wie es sonst hätte heißen können, beziehungsweise Blut, Tempel der Läuterung. Gut, wenn ihr euch jetzt diese Wandbilder anseht, dass das mit Läuterung nicht viel zu tun hat, sollte klar sein, aber passt eben in dieses Bild vom Erzdämon. Du kannst, wie gesagt, die Steine zertrümmern, Wände zertrümmern und wirst erkennen, dass es dahinter Hohlräume gibt, ja, die dann allerdings nichts verbergen. Also es geht dann einfach schrägen nach oben, was euch dann, ja, jetzt gibt ihr immer mal eine Klugheitprobe. Eine Parade-Eigenschaft. Oh, haha. Es sieht so aus, und das kann Kiaras, wenn ihr diese Vermutung anstellt, mit seinen Kenntnissen Maurer, kann er es dann kompensieren. Diese Wände wurden nachträglich hinzugefügt. Es sieht wohl so aus, als ob das mal ebenerdig war, beziehungsweise es stand halt keine Taverne drauf, sondern vielleicht vor langer, langer Zeit war das mal mit den Schrägen, die nach oben führen, ebenerdig auf einem Marktplatz. Das ist so die Vermutung, die ihr anstellen könnt. Und wenn du dann nach und nach mal in die verschiedenen Wände Löcher getrümmert hast, die dann nach hinten wegbrechen, wirst du wieder diese Schrägen erkennen. Und es gibt dann diesen einen Zugang, der nach oben führt. Jo. Scheint gar so, als hätte dies einmal öffentlich hier gestanden. Wirklich? Wieso? Und seht euch das doch an. Jetzt, wo ihr es sagt. Was soll ich dann sehen? Aber. Was ich mein, wirklich? Soll ich weitere Untersuchungen mit dem Vorschlaghammer machen? Immer doch. Das wird wirklich mal ein Paar schreien. Anders kann ich mir das auch nicht vorstellen. Das ist gut möglich, aber offensichtlich wurde er dann entweiht oder so. Der Altar. Muss man wohl nachträglich hier eingebracht haben, der sieht... Nein.